Lilo, kleiner Tipp. Folgende Meldung erschien bei mir. Was war passiert? Ich hatte Ubuntu 14.04 GNOME installiert und er erschien nach der Installation neuer Start. Nur noch dieses, ne? Anscheinend das Boot-Device nicht richtig. Doch, das war richtig installiert. Was war geschehen? Ich boote mal neu. Je nachdem, was ihr für einen Rechner habt, müsst ihr mal eine Funktionstaste drücken, damit ihr in euer BIOS-Setup reinkommt. Der Witz dabei war, das Ding hatte sich als UEFI installiert. Boot-Device sieht man nämlich hier. UEFI Ubuntu. Na? Und oben drüber steht mein CD-Laufwerk. Und obwohl überhaupt keine CD drin ist, geht's da nicht. Ne? Weg der Wahl ist also. Das erste Device muss dann UEFI Ubuntu sein. Jetzt steht es ganz oben. Save. Neustart. Und dann wird alles gut. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss. Im nächsten Video mehr zu Ubuntu GNOME 14.04.